Ich bin gerade ein bisschen fassungslos, was das ist. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein sackenteures Fullface für dich und zwar geht es um die Marke By Terry. Und wenn du Bock drauf hast, mein Gesicht ein bisschen transformieren zu lassen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe ein paar Sachen mal zum Geburtstag geschenkt gekriegt, wie zum Beispiel die Lidschattenpalette. Das ist die VIP Expert Terribly Paris Palette, die werden wir nachher verwenden. Dann habe ich den By Terry Adventskalender ausgepackt, da war auch einiges drin. Ein bisschen was habe ich mir tatsächlich auch gekauft, da habe ich mich ein bisschen anwichsen lassen von der lieben Unbox Butterfly Nicole. Ja, du bist schuld. Und ja, ich habe nicht alles für ein Fullface, muss ich ehrlich sein. Also Augenbrauen habe ich nicht und ein Fixing Spray habe ich nicht. Alles andere habe ich tatsächlich und ich bin ein bisschen beeindruckt, muss ich gestehen, dass so viel sich dann auch angesammelt hat. Ich habe mir eine Foundation, Concealer und alles Kram gekauft und wir fangen jetzt einfach mal an mit dem ersten Primer. Und zwar ist das der Hyaluronic Hydra Primer. Den habe ich hier und der soll halt eine ganz, ganz tolle Basis schaffen für die ganze Make-up-Geschichte. Der kommt sehr fluffig, musig raus. Das finde ich extrem interessant. Was ich halt bei diesen Full-Face-Only-Using-Videos immer für mich super interessant finde, sind die Produkte überhaupt ihren Preis wert? Also, ne, weil ich habe ja auch, ich verwende ja auch ganz normal Essence, Catrice, BH Cosmetics und so weiter und so fort. Und ich vergleiche dann ja auch ein bisschen für mich, dass ich für mich dann auch so abwägen kann, inwiefern das Produkt das Geld auch wirklich wert ist, weil bei Terry, das ist so, so teuer. Ich bin sehr gespannt, was mein Fullface dann oder was mein Gesicht am Ende wert sein wird. Also, oder was die Produkte hier auf meinem Tisch wert sind. Das ist echt immer super interessant für mich, am Ende herauszusehen. Gut. Ich habe eine super krasse Hautpflege drauf. Da habe ich ja die Produkte von Beauty Mates, von Dalton und ich habe auch von Charlotte Mason diese Wintercreme aktuell. Und dadurch ist meine Haut schon sehr gut genährt, aber dieser Hydra Primer, den ich jetzt aufgegeben habe, dieses Würmchen, was ich euch gezeigt habe, ist jetzt schon im Gesicht eingezogen. Ich möchte es aber dennoch gerne auch ein bisschen auf meinen Hals geben, weil auch der muss Pflege bekommen. Und da ich da oft auch Foundation runter verblende und auch Pudertexturen auftrage und so, finde ich, dass es Sinn ergibt, da auch ein bisschen Primer aufzutragen, ne? Der riecht jetzt soweit nach nichts. Ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern. Ja, By Terry hat viele Parfümstoffe drin, Leute. Als ich das eben hier zusammen hingestellt habe, kam so ein richtig krasser Rosenduft mir entgegen, was hauptsächlich an dieser Face-Palette liegt, ne? Als nächstes hatte ich in dem Adventskalender das Brightening CC Serum drin, die Glowing Base in der Farbe 1 Immaculate Light. Ich muss gestehen, dass ich nicht ganz genau weiß, was das jetzt für ein Produkt sein soll, ob das ein Highlighter sein soll, ob das wirklich auf dem ganzen Gesicht aufgetragen werden soll. Ich trage es mir jetzt über meinem normalen Primer nochmal auf. Das ist so seidig von der Oberfläche her und extrem flüssig. Also das fließt richtig meinen Finger runter. Ja, und das hätte es auch wohl in unterschiedlichen Farben gegeben. Denn ich hatte ja auch eine dunklere Farbe, die ich dann ja verlost hatte. Aber es macht einen Glow. Und nicht zu knapp, Leute. Puh. Das sieht jetzt so ein bisschen aus, als hätte ich mir so Seide ins Gesicht gegeben. Wobei der auch, wie man auch sehen kann, ne, recht hell ist. Aber da kommt ja noch gleich Foundation und so weiter drüber. Gefällt mir aber auf jeden Fall. Ich mag ja gerne Glowy Bases, ne? Das ist ja mein Ding. Achso, das stelle ich ja immer nach hinten. Immer wenn ich nach hinten greife, trinke ich mir einen Schluck, weil dieses Ding muss leer. Waterdrop Claudi 5, 5 Euro Rabatt ab 25 Euro Bestellwert. Und ich habe ja aktuell, dass ich mir immer eine Flasche Wasser mit 600 Millilitern pro Video trinken möchte, weil ich trinke einfach zu wenig. Und ich möchte euch auch ein bisschen animieren, ein bisschen mehr zu trinken. Sei es, dass ihr euch einfach so Wasser reinmacht oder dass ihr euch einfach auch einen Waterdrop oder so reinmacht, wie ihr möchtet. Ich finde das mit dem Waterdrop ganz cool, weil man einfach einen kleinen Geschmack noch mit dabei hat. Und ich trinke viel normal, also ich trinke ja nicht genug Wasser, aber ich trinke ja viel normales, stilles Wasser, so auf der Arbeit, ne? Aber wenn ich dann zu Hause bin, dann möchte ich doch noch irgendwie Bock haben, mehr zu trinken, mehr Wasser zu trinken. Deswegen finde ich das mit dieser Waterdrop-Geschichte als Lösung total praktisch und hier ist jetzt Fokus drin, weil ich möchte fokussiert sein. Es ist Samstag, es ist Drehtag, ich habe hier extrem viel neben mir stehen und möchte ganz viele Videos heute drehen, deswegen fokussieren wir uns.
Foundation, wow, ja. Da gibt es bei Terry verschiedene, die ja richtig teuer sind auch, ne? Die hier war auch teuer, das ist die Hyaluronic Hydra Foundation mit Lichtschutzfaktor 30, was man aktuell auch sehr gut gebrauchen kann, weil draußen scheint die Sonne bei uns auch, wie man wahrscheinlich sieht, weil ich bin, oder, ne, das, ich sitz direkt vorm Fenster, Leute. Ich habe die Farbe 100N Neutral Fair und die soll Hydratisierung geben, Comfort Buildable Coverage, also quasi komfortablen, aufbaubare Deckkraft und langanhaltend sein. Langanhaltend kann ich sehr gut gebrauchen, weil wie gesagt, ganz viele Pakete möchten heute abgefilmt werden. Und es gab auch noch die Terribly Denziless Foundation, die irgendwie fast doppelt so teuer war. Habe ich nicht eingesehen, muss ich gestehen, weil ich erstmal so eine Foundation ausprobieren wollte. Auch die war aber teuer. Das ist halt so ein Milchglas. Sieht schön aus, sieht edel aus, ist mit einer Pipette. Und die mache ich mir mal hier auf mein Plättchen drauf. Ja, die ist sehr flüssig. Also wie Wasser. Krass. Also wie die NYX HD irgendwas Foundation, die jetzt ja auch neu rausgebracht wurde. Ich mache mir jetzt ein Pipetten-Ding hier auf meine Platte und die ist... Also ich weiß gar nicht, wie ich das zeigen soll, aber guck mal. Flupp. Die ist mega flüssig. Könnte farblich übrigens auch sehr gut passen, was ich hoffe. Jetzt nehme ich mir erst einen Foundation Buffer, dann nehme ich von Lini Brush LBF 14 Foundation Buffer. Also alle Produkte und Tools, die ich hier verwende, verlinke ich euch natürlich auch unten in der Infobox. Teilweise sind das Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr über den Link bestellt, verdiene ich eine kleine Provision dadurch, dass ich euch eben, ich sag mal, auf den Shop geführt habe durch den Link, ne? Aber für euch ist es nicht teurer. Ich versuche euch auch die Links so rauszusuchen, dass es das aktuell beste Angebot ist, aber ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie sich das im Laufe der Zeit verändert, weil manchmal hat man natürlich bei dem einen Shop Rabatte, dann bei dem anderen Shop, ne? Die riecht übrigens voll nach Rose, was ich liebe, ne? Aber man muss es mögen. Oh, riecht das gut. Oh, riecht das gut. Rose und Creme, Rosencreme quasi. Und ich sehe mal wieder aus wie ein Geist. Ich finde das witzig. Da das halt wirklich den Hautton von mir sehr gut passt, weil das vom Hals her auch sehr gut funktioniert, verblende ich das einfach nur so aus Alibi-Aspekten runter. Einfach, ne, damit das für mich vom Gefühl her besser passt. Aber eigentlich passt das so auch schon. Ich muss das gar nicht weiter runter verblenden. Mein Hals ist irgendwie heller als mein Körper, so ein bisschen. Aber wie man anhand meiner Hände sieht, bin ich ja auch einfach blass, ne. Ja, lässt sich nicht ändern. Ich habe übrigens immer noch den ersten Drop-Gedönsen da drin. Das heißt, ich gebe das hier nochmal so ein bisschen vermehrt auf Stellen, die ich ein bisschen mehr abgedeckt haben möchte. Soll ja auch aufbaubar sein. Und mit dem Pinsel verblendet gefällt mir das Ganze schon mal wirklich gut. Das sieht schön aus und weiß, ne? Tut mir leid. Jetzt nehme ich von Luvia mit Maxim Giacomo das Schwämmchen. Und arbeite das Ganze nochmal etwas intensiver in die Haut ein. Boah, dieser Duft, den muss man wirklich mögen. Also ich feiere den Hardcore, weil das ist sehr, sehr parfümiert auf meinem Gesicht. Und ich rieche das die ganze Zeit. Aber ich feiere diesen Duft so sehr. Boah, riecht das gut. Hat auch ein bisschen was von Sonnencreme-Duft, finde ich, ne? Also sie hat für mich eine leichte Deckkraft jetzt, dieser Pumper, den ich darauf gegeben habe, der Tropfen. Sie hat sich schön einarbeiten lassen, sieht gut aus, hat für mich halt, ja, ein bisschen was zu Helles mit dabei, ne? Aber das oxidiert wahrscheinlich eh noch ein bisschen. Dann haben wir auch nachher noch Blush Bronzer Highlighter gedönsen. Das wird alles sich noch ein bisschen besser verbinden, ihr kennt das, ne? Aber schöne Foundation, schon, ne? Ob die jetzt besser ist als von NYX, muss ich dann wirklich mal im Vergleich testen, aber so gefällt es mir ganz gut. Was ich jetzt ein bisschen schwierig finde, ich glaube, ich habe den Concealer etwas zu dunkel bestellt, weil die Farben online, ich habe das glaube ich bei Douglas bestellt, anders aussahen. Ich habe tatsächlich den Terribly Denziless Concealer geholt und der ist ja relativ teuer gewesen, deswegen ärgert mich das jetzt gerade vielleicht ein bisschen. Ich weiß es noch nicht. Das ist die Farbe 3 Natural Beige. Die ist dunkler als meine Foundation jetzt, aber ich habe mir halt gedacht, naja, okay, wir haben jetzt Februar bzw. März fast schon und dann werde ich ja auch ein bisschen mehr Farbe in meinem Gesicht bekommen und dann möchte ich eigentlich was haben, was ich dann auch im Sommer verwenden kann, weil, ne, ja, kommt halt in einem sehr unspektakulären Füßchenapplikator und wir gucken einfach mal. Der soll halt auch richtig Pflege mit drin haben, also Antifalten soll der sein
und so weiter, anti-dunkle Schatten und Eyebags, also Tränensäcke soll der auch wegmachen und das soll mit Serum sein und so. Ja, dann hoffen wir nur, dass die Farbe halbwegs matcht und ich jetzt nicht aussehe, als würde ich mir zu dunkle Augen schminken. Aktuell habe ich eine mega trockene innere Augenpartie hier und da setzt er sich halt total drauf ab. Das ist nicht so geil. Auf der Seite habe ich den jetzt hier einfach erstmal nur mit dem Pinsel eingearbeitet. Da gefällt er mir jetzt nicht so ultra gut. Müssen wir gleich mal gucken. Und auf der anderen Seite nehme ich das Schwämmchen. Mit dem Schwämmchen eingearbeitet gefällt mir das ein bisschen besser, aber ich muss es definitiv aufbauen, weil es ist viel zu wenig. Ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll, was der Concealer gerade macht. Ich bin auch gerade ein bisschen verwirrt und ich hoffe, dass ich das irgendwie mit der Kamera eingefangen bekomme. Kommt mal näher ran. Sieht man das in der Kamera? Dass der halt hier, also ich habe den ja komplett um die Augen aufgetragen, aber der macht hier so eine richtige dunkle Geschichte um die Augen drumherum. Oh mein Gott, auch hier. Was ist das? Also ganz, ganz, ganz merkwürdig, oder? Ich bin gerade ein bisschen fassungslos, was das ist. Hä? Ich habe, also, wie gesagt, ich weiß nicht, was das ist und ich kann das auch gerade gar nicht beschreiben. Ich habe den Concealer auch ausgeblendet. Ich habe den hier unten auch auf meinen Unreinheiten verwendet, wo der leicht abgedeckt hat. Ich verstehe aber nicht, was er gerade hier um meine Augen drum zumacht. Und das sieht extrem merkwürdig aus. Ich hoffe, dass wir das jetzt nachher mit dem Augen-Make-up und mit dem Puder irgendwie anders hinkriegen. Das ist ganz merkwürdig. Was ist das? Ich meine, da ist ja auch Serum mit drin. Vielleicht ist es einfach nur feucht oder so. Aber ich habe hier voll den... Das sieht total merkwürdig aus. Ich verwende jetzt einfach ein Gesichtsspray. Das ist jetzt nicht von By Terry, das ist von Caudalie. Das benutze ich jetzt aktuell einfach, damit sich die cremigen Texturen einfach ein bisschen besser miteinander verbinden, mit der Haut auch verbinden, ne? Und das gibt mir nochmal so einen frischen Kick. Ich möchte jetzt ein Puder verwenden und da habe ich das Hyaluronic Hydra Powder. Das ist dieses hier in der Farbe Colorless. Das ist ein sehr interessantes Puder, weil es halt, ja, es ist so farblos, ne? Halt transparent. Und das soll so ein bisschen nass sich auf der Haut anfühlen. Ich habe das auch schon mal leer gemacht. Ja, es fühlt sich gerade sehr kühl und nass an tatsächlich. Das Problem ist eigentlich unter den Augen, weil mir das immer zu stark war. Da jetzt aber dieser Concealer irgendwas ganz Merkwürdiges mit meiner Augenpartie gemacht hat, hoffe ich, dass das hier mir jetzt hilft. Ich gehe jetzt da tatsächlich auch sogar mit dem Schwämmchen rein. Das ist sehr, sehr fein übrigens. Und setze mir das an meine untere Augenpartie. Das ist echt interessant. Natürlich ist das Schwämmchen auch angefeuchtet. Aber jetzt, wo das Puder halt so fresh ist, fühlt es sich richtig nass auf der Haut an. Man sollte aber zusehen, dass man das dann auch recht zeitnah verwendet, weil ansonsten geht dieses Gefühl von dieser Feuchtigkeit sehr, sehr schnell weg. Ja, das kaschiert leider nicht so wirklich das, was ich unter den Augen habe, sondern betont diese ganzen Falten da unten einfach. Gott! Ich nehme einen Puderpinsel, den... Nein... Ich nehme einen Puderpinsel, den LBF Tapered Powder Pinsel aus dem Lindy Brush Pinsel Set und gehe damit über mein komplettes Gesicht. Ja, man sieht, das Puder hinterlässt halt einen richtig krassen weißen Stain um meine Augen. Das ist gruselig. Gruselig, wie das da aussieht. Ich gucke einfach mal. Ich hoffe, dass ich diesen Look dann auch wirklich heute tragen kann, über Tag. Weil wie gesagt, eigentlich wollte ich dieses Video drehen als Basis und dann halt die ganzen anderen Videos abdrehen. Ey, man darf nicht vergessen, wie teuer das ganze Zeug ist, ne? Wahnsinn. Dann gucken wir jetzt einfach mal weiter, wie es mit den anderen Texturen aussieht, weil das ist Wahnsinn. Okay, hier habe ich jetzt die geile Palette, die Brightening CC Palette in der Farbe 1 Sunny Flash. Die sieht schon mal richtig geil von der Verpackung aus. Die hat einen schönen Spiegel mit drin. Und hier hast du theoretisch Blush, Bronzer und Highlighter mit dabei. Wobei der Blush halt sehr, sehr hell ist, ne? Der Bronzer. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Wobei der Highlighter nicht aussieht wie ein Highlighter. Also der hier, ne? Wobei das ist ja auch nicht eine als Face-Palette, sondern als CC Brightening-Palette tituliert worden.
Okay, riecht sehr angenehm wieder nach Rose. Und das sind die Töne. Dann nehme ich jetzt von Lini Brush den LBF09 Face Definer. Der ist ein bisschen schmaler, sage ich mal, kleiner als der Puderpinsel, aber nicht viel. Und dann gehe ich jetzt mal hier in den Bronzerton quasi rein. Ja, ist etwas rötlicher, etwas sehr rötlicher. Hat auch einen leichten Glow mit drin, wenn ich das richtig sehe. Lässt sich auf jeden Fall schön auftragen und ausblenden, weil das eine sehr softe Farbe ist. Aber man muss halt echt bedenken, dass ich sehr, sehr weiß bin, ne? Also die Palette, wenn man, ja, also im Sommer wird mir die wahrscheinlich nicht passen, aber gut. Da ich mir ja auch immer Bronzer so ein bisschen in den Haaransatz einblende, gibt es da jetzt leider so einen kleinen Struggle, weil ich als Blondie mir dadurch die Haare jetzt auch ein bisschen rötlich einfärbe. Wir müssen mal gucken, wie das dann so funktioniert, ne? Aber ja, so ist dann halt so ein bisschen mein Gesicht aufgewärmt, bisschen sonnengeküsst. Also ich finde das eigentlich ganz schön. Man könnte das theoretisch auch so lassen als Kombiprodukt zwischen Bronzer und Blush, würde ich mal so sagen. Ich möchte mir aber trotzdem was von den beiden Blushes hier aufgeben, die hier auch mit bei sind. Ich trage erst den helleren von den beiden auf, einfach um so ein bisschen mich ranzutasten, sage ich mal jetzt, ne? Den setze ich mir hier hin. Oh, der ist ein schöner, frischer Ton und der hat auch einen leichten Glow mit dabei. Den mag ich. Ich möchte dennoch den etwas dunkleren Ton, den ich damit in der Palette drin habe, also den hier, so ein bisschen on top geben. Genau. Mal gucken, wie stark der pigmentiert ist. Oh ja, schon derbe. Muss man vorsichtig mit umgehen. Hui. Mich irritieren meine Augen immer noch total, Leute. Das ist echt Wahnsinn. Aber es macht einen schönen, frischen Blush-Effekt. Das mag ich gerne. Das ist hübsch, ne? Mag ich. Puh, ich bin echt hart am Überlegen, ob ich mir diesen Ton hier, aber der ist halt auch recht dunkel, ne? Wenn ich den jetzt hier on top gebe, das sieht auch kacke aus, ne? Und meine Augen drum zu. Oh, struggle. Ist wie es ist, ich lasse das Ganze jetzt erstmal so und jetzt mache ich mir eben die Augenbrauen und dann können wir mit der Lidschattenpalette weitermachen. Um das um meinen Augen drumherum nicht mehr ganz so verrückt aussehen zu lassen, habe ich mir jetzt gerade von Urban Decay die Stay Naked Fixed 10NN, ich glaube, das ist eine Puder Foundation, genommen und korrigiere da jetzt mal, weil das geht gar nicht, Leute. Okay, Leute, die Augenbrauen sitzen jetzt schon mal, aber irgendwie kriege ich das noch nicht so ganz gerettet. Ihr kommt jetzt erstmal ein bisschen näher ran und dann gucken wir uns die Lidschattenpalette an. Die Terribly Paris VIP Expert Palette habe ich letztes Jahr von meinem Freund zum Geburtstag geschenkt bekommen. Da muss man ein bisschen vorsichtig mit umgehen, weil die sehr, sehr stark pigmentiert ist und man kann da auch sehr schnell sehr dunkel werden, aber wir versuchen das einfach mal nicht allzu dunkel heute zu gestalten. Mal gucken, wie ich das hinkriegen will. Und da meine Augen so komisch aussehen, versuche ich auch eine relativ sichere Bank zu fahren. Heißt, ich werde zunächst mein Auge setten und das mache ich mit diesem Ton, wo Paris draufsteht. Leider haben die Töne hier keine Namen. Und der ist so leicht rosa, ne? Den gebe ich mir komplett zum Setten auf mein Lid und nach oben hin und so weiter. Ich gebe mir den tatsächlich jetzt auch mal unter die Augen. Ich versuche alles, um diese komischen Geschichten da wegzukriegen. Egal. Dann gehe ich als nächstes in diesen Grauton, der heißt Paris. Auch. Die heißen alle irgendwie Paris. Man weiß es nicht. Den setze ich mir hier außen hin. Den habe ich jetzt leicht abgeklopft. Und ziehe mir den auch ganz bisschen so in die Lidfalte rein. Im Auge kommt er gar nicht so raus, wie er im Pfännchen aussieht, finde ich. Da sieht er eher so schmutzig lila aus, ne? Jetzt möchte ich in diesen sehr spektakulären Schimmerton reingehen. Das ist so ein Weinrot, ganz, ganz dunkel Weinrot. Das mache ich mit dem Flat Shader LBE 07. Der ist recht dunkel und den setze ich mir in mein äußeres V.
Mit dem Finger kann man dann punktuell intensivieren. Und ebenfalls mit dem Finger nehme ich mir jetzt diese wunderschöne Farbe auf, die so recht dunkel Champagner ist. Die ist wirklich geil und die kommt aufs komplette bewegliche Lid. Mit dem LBE 13 verblende ich noch ein bisschen, ohne weiteres Produkt aufzunehmen, in der Lidfalte. Diesen Goldton gebe ich mir auch ein ganz kleines bisschen unter meine Augenbraue, in meinen Innenwinkel. Da kommt die ungefähr gar nicht raus. Mit dem Tapered Smudger LBE 09, das ist so ein Point Brush, gehe ich jetzt in dieses Türkis-Petrol-Schimmer. Setze ich mir an den unteren Wimpernkranz. Sieht ziemlich merkwürdig aus, ne? Dadurch, dass ich jetzt diese krassen Augenschatten habe. So viel zur sicheren Bank. Naja. Dann nehme ich mir aus dem Beauty Bay Pinsel Set, der hat jetzt doch die BB 212, das ist so ein Eyeliner-Pinsel. Und damit gehe ich in dieses dunkle Braun, wo Terry draufsteht. Und das verwende ich einfach als Wimpernkranzverdichtung. Also vom Augenlook her sieht es meiner Meinung nach recht annehmbar aus. Es ist ein tragbarer Look. Mit dem Türkis am unteren Wimpernkranz einfach noch ein bisschen mehr fancy. Und jetzt, habe ich hier noch einen Kajal. Ich glaube, den mache ich tatsächlich oben. Oder wäre das zu hart? Wir gucken mal. Das ist ein Crayon Cool Terribly Precision Waterproof Black Print Cool Kajal. Das ist halt so ein richtiger Back-to-the-Roots Stift für mich, sage ich mal, weil das halt so ein richtiger Kohlkajal ist. Und ich glaube, den nehme ich für oben. Nehme ich den direkt für unten auch mit. Ich weiß es noch nicht. Ich fange jetzt mal oben an. Einfach so zum Tightlinen. Ja, der ist richtig intensiv. Das sieht irgendwie, ne, ziemlich cool aus. Habe ich schon länger nicht mehr so getragen. Aber schon sehr hart. Ne? Dadurch, dass es halt ein schwarzer Kohlkajal ist, ist es sehr hart vom Look her. Okay, ich bin jetzt auch an der unteren Wasserlinie mit dem Kajal entlang gegangen. Ein sehr, sehr softer Kajal. Eigentlich fühlt sich das sehr angenehm an. Und dann habe ich mit dem Dunkelbraun noch so ein bisschen das Ganze verblendet. Und dann bin ich nochmal mit diesem Petrol unten drum entlang gegangen, damit, ja, weil die Farbe war verschwunden, ne? Sieht sehr ausdrucksstark aus, gefällt mir tatsächlich. Und jetzt kommen wir zu den Mascaren. Einmal die Lash Expert Twist Brush. Ich wollte gerade Zahnbürste sagen. Mascara, das ist eine ganz spektakuläre, weil die hat halt ein Bürstchen, das ist ein Gummibürstchen, was sehr, sehr lang ist, aber man kann es drehen, indem man hier unten dreht. Irgendwie. Warte. So. Zack. Und dann ist dieses lange, gerade Bürstchen zu einem extrem geschwungenen Bürstchen geworden. Da bin ich gespannt drauf. Das möchte ich auf jeden Fall mit euch zusammen gleich auch ausprobieren. Also man macht erst in der ersten Schicht die Länge quasi mit der geraden Geschichte. Dann kann man das swirlen und dann bekommt man Volumen rein. Ja. Die kommt gleich auf das eine Auge und auf das andere Auge kommt die Mascara Terribly Growth Booster. Also die hat halt wirklich auch noch eine irgendwas mit drin, damit die Wimpern auch entsprechend wachsen, wenn man die langfristig oder kontinuierlich verwendet. Die hat ein sehr unspektakuläres Kunsthaarbürstchen, was so zylindrisch nach vorne zusammengeht. Ist ganz normal. Ich werde mir auf diesem Auge diese verrückte, fancy Drehmascara aufgeben und auf diesem Auge die Terribly Mascara. Heißen die eigentlich beide Terribly? Nee, Twist Terribly. Läuft. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die Mascara hat ein bisschen abgelost, um das mal so zu sagen. Deswegen mache ich mir da gleich auch ein bisschen was von dieser Twist-Mascara drüber. Weil ansonsten, ne, die Twist-Mascara finde ich mega geil. Also ich liebe es ja sowieso, dass man halt so normale Kunsthaarbürstchen kombiniert mit, normale gerade Gummibürstchen kombiniert mit so geschwungenen Bürstchen.
Und wenn so geschwungene Bürstchen auch noch als Gummibürstchen da sind, ist es noch besser, weil dadurch hast du halt noch ein bisschen mehr Trennung, ne? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich diese Terribly Mascara also halt aufbrauchen werde, ne? Und dann, weil die halt die Wimpern so schön trennt, und dann als Basis für zum Beispiel die L'Oreal Air Volume Mascara oder so, die ich ja in Anwendung habe, nehme, weil die ja diesen Growth Booster mit dabei hat, was ich persönlich ja ganz nice finde. Da kann man sich aber tatsächlich, wenn man halt ein Wimpernwachstumsserum in seiner Mascara drin haben möchte, genauso gut die Catrice Glam & Doll Growth Boost Mascara holen, ne? Die graue, die ist halt auch echt gut und viel günstiger natürlich. Aber gut, ich möchte jetzt hier nicht unbedingt die By Terry Produkte vergleichen mit Drogerieprodukten, das wäre dann noch ein anderes Video, aber ne, das muss man halt bedenken, weil das ist halt sackenteuer, was man hier halt so hat. Und ja, ich mache sogar noch mal eine Schicht drüber, weil da war echt nicht viel zu holen, muss ich gestehen. Und bei dem sehr intensiven Augenlook, eben durch den Kajal, braucht man halt auch ein bisschen mehr was auf den Wimpern, finde ich. Also bei mir ist es dann so, ne, wenn ich mir so Smoky Eye-mäßig was mache, dann will ich auch Wawa Woom Lashes haben. Und ja, diese Twist-Mascara finde ich richtig geil. Das war ein toller Auftrag. Ich habe das erst mit dem Geraden gemacht, getuscht. Dann bin ich getwistet, darüber getuscht in der zweiten Schicht und in der dritten Schicht dann nochmal mit dem geraden Bürstchen. Und ich mag den Effekt einfach. Also schön, richtig schön. Es ist ein bisschen, ne, wenn man dann halt die dritte Schicht drüber gibt, klar, ein bisschen verklebter, ein bisschen Fliegenbeinoptik, aber ich mag das. Ne? Ich bin da ja gar nicht so abgeneigt von. Jetzt kommt die Sonne gerade richtig raus und die steht halt genau zentral. Ja, jetzt kommen wir zu den Lippen, wo wir jetzt gerade auch so schön nah dran sind. Ja, da hätte ich zwei Alternativen, also zwei verschiedene, aber ich glaube, ich nehme eher die dezentere Variante. Da habe ich den Baume de Rose Tinted Lip Care. Das ist halt Pflege in Sunny Nude. Ne? Das ist im Prinzip ein Lippenpflegestift, der ein bisschen einen Hint auf Tint mit dabei hat. Der ist so kupferfarben. Den trägst du auch nicht jeden Tag, aber wenn man Bock drauf hat, dann kann man es einfach mal tragen. Ich habe jetzt nämlich keine Lust, mir so einen ganz krassen drauf zu machen. Das ist der Lipshine in dieser wunderschönen Magenta-Farbe. Da ruft ganz laut die Telekom. In der Farbe 12 Gypsy Chic. Also der ist schön, aber ne? Intensiv, würde ich mal so sagen. Natürlich, eine wunderschöne, frühlingshafte Farbe, aber der macht halt auch übelst gelbe Zähne. Darf man nicht vergessen. Ich meine, das machen jetzt gleich beide. Wobei ich da eigentlich echt Bock drauf hatte, ne? Komm, wir machen uns trotzdem mal so ein bisschen Gypsy-Chick drauf. Ist okay. Mache ich mir den anderen dann da drunter? Ich glaube schon, ne? Ja, weil so ein bisschen Lippenpflege kann ich jetzt auch sehr gut gebrauchen, als, auch wenn es kein Liquid Lipstick ist. Aber so seht ihr auch beide Produkte. Ja, der ist schon extravagant, ne? Macht halt auch wirklich gräulich-gelbe Zähne. Und jetzt kommt die Sonne raus. Leute von heute, jetzt sehe ich, wie meine Augen aussehen. Wir ignorieren das und machen jetzt Gypsy Chic drüber. Das sieht jetzt richtig aus wie so ein metallisches Rosa. Aber irgendwie mag ich das. Irgendwie, finde ich, passt das zu diesem recht, na, nicht gediegenen Augen-Make-up, aber ne, es passt halt irgendwie dazu. Das Einzige, was mir wirklich fehlt, ist Highlighter, weil ich sehe furztrocken aus. Auch wenn ich mir ja einen Primer drunter gegeben habe, der ja mega glowy war. Oh, ich vermisse Highlighter. Ich glaube, ich lege gleich noch was drauf. Es ist auch mit Tee, ne? Ja, es ist mit Tee. Dann kann ich auch die Bridal Face von Tamtam von Tara verwenden. Und jetzt, ne, ihr seht, wie das Make-up quasi so ein bisschen auch im Sonnenlicht aussehen würde. Ich mache gleich hier die Rollläden runter, dann sehen wir den Look halt wirklich in komplett, aber so sieht es echt schlimm aus. Ein Fazit jetzt zu treffen ist ganz schön schwierig, weil ich sehr, sehr geteilter Meinung bin, um ehrlich zu sein. Also die Produkte von By Terry lohnen sich bedingt, würde ich jetzt mal so sagen. Die Foundation mag ich, die ist toll, die fühlt sich gut auf der Haut an. Das Puder ist, glaube ich, wirklich nichts für mich, weil mich das sehr, sehr, sehr abmattiert, was mir nicht gefällt. Die Palette ist jetzt quasi verschwunden auf meinem Gesicht. Ich hätte sie theoretisch ein bisschen intensiver aufbauen müssen und werde jetzt auch gleich Blush nachtragen, damit es halbwegs okay aussieht. Die Lidschattenpalette ist solide, ne? Tatsächlich. Also man kann da schöne Looks mit schminken, haut einen jetzt aber auch nicht so ultimativ vom Hocker, muss ich gestehen. Das heißt, da muss man auch eigentlich nicht so tief in die Tasche greifen. Über den Concealer will ich gar nicht reden, weil ich glaube,
aber, dass der dafür zuständig ist, dass meine Augen so aussehen, wie sie nun mal aussehen. Und die Mascara, die hier, die Twisted, die kann ich euch mega empfehlen. Die ist richtig geil. Wenn ihr einen Kohlkajal sucht, der super weich ist und sich halt schön auf dem Auge, also auf der Wasserlinie verteilen lässt, kann ich euch den auch empfehlen. Der ist aber halt auch echt teuer, ne? Um das mal so zu sagen. Der Lipgloss ist einfach mal ein bisschen was anderes, den finde ich ganz nice, mag ich gerne tatsächlich. Ja, habe ich was vergessen? Primer, ja. Der Brightening Primer ist leider nicht wirklich durchgekommen durch diese Foundation, die ja eigentlich eher sehr leicht ist, aber ich glaube, dass da das Puder einfach hardcore abmattiert hat. Der andere Primer, den ich da drunter gegeben habe, den Hyaluron Base Primer, der hat gut funktioniert. Also meine Haut fühlt sich auch dementsprechend gut mit Feuchtigkeit versorgt an, aber ich glaube, das Puder hat echt bei mir gerade so ein bisschen alles rausgezogen, was ging. Ja. Das war's auch schon, ne? Ja, aber das wäre jetzt tatsächlich mein fertiger Look mit den Produkten von By Terry. Ich bin enttäuscht. Mega. Wirklich. Ich bin wirklich, wirklich mega enttäuscht. Ich glaube, wenn das mit den Augen nicht so eine Farce geworden wäre und wenn das Puder nicht so extrem trocken sich anfühlen würde, dann wäre das eine andere Kiste, ne? Aber so ist es irgendwie. Ich fühle mich unwohl und ich denke auch, dass ich mich gleich abschminken werde, auf jeden Fall, was die Base angeht. Und dass ich da, einfach was anderes machen werde, weil Puder und Concealer einfach bei mir nicht so funktioniert haben. Ne? Naja, ihr Lieben, das war's jetzt von mir. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!